dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. So. Jetzt reicht die Zeit noch so für eine Folge ungefähr. Und dann... machen wir hier den Laden dicht. John sieht Schlüssel, ja, aber wo sollen wir den benutzen? Ging es ja nicht irgendwo rein? Ich weiß, ich bin oben gerade an der Leiter vorbeigelaufen, aber hier war ein Eingang. Bunkerzugang gewährt. Abriegelung ausgeschaltet. Fuck! Was? Wo kamen die denn plötzlich alle her? Was zum Teufel? Mein Gott. Kommst du nicht?
gewährt. Abregelung ausgeschaltet. Fuck, immer da an der Stelle, Alter, der dieser Typ, ey. Dieser gepanzerte Dude, der geht mir auf den Sack. Abregelung ausgeschaltet. Wir müssen drin bleiben. Hier ist es sicher. Das Tor nach Eden stand dir nie offen. Alles klar. Wir werden diese Leute retten. Mit oder ohne John. Du hältst unser Projekt nicht auf. Roger. Wenn wir diesen Ort nicht verteidigen, werden wir nicht überleben. Brenne in den Feuern der Hölle. Tritt sie jetzt vor. Hat sie denn der Ober das?
blicken nicht zurück auf das Leben, was wir hinter uns lassen. Wir schauen auf die Möglichkeiten vor uns, die uns nicht geschenkt wurden, sondern die wir verdient haben. Okay. Deputy Hudson müssen wir finden. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Komm schon. Wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien.
Munition sortiert. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. War ja klar. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ich kümmere mich um die Schlösser. Ich funk dich an. Die Notausgänge wurden entriegelt. Jupp. Bitte, du musst mir helfen. Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Warte, warte, der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggy! Fuck! Ich hab doch keine Zeit mehr! Generator angeschaltet. Arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung.
Fall. Verdammt! Man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Ja, hast du bereits erwähnt. Keine schlechte Idee, Hoki. Klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss und Benzintanks lagert. Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung. Ich will das noch schaffen, aber es bedeutet, dass die Folge dann heute ein bisschen später kommt. Fuck. Dachte, mich kann einfach durchrennen. Okay, so funktioniert es schon mal nicht. Führ du doch eine geordnete Evakuierung durch. Fuck! Ich stand im Feuer, ne? Ich will das noch schaffen.
nächsten Ausgang. Überbrücken muss aktiviert werden, um die Hauptluke zu öffnen. Ah, wir haben Holland Valley befreit, Alter. Endlich. Hey! Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal, was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ich werde mir was ausdenken. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Aber nicht mehr heute. Wir sind fertig. Als nächstes sollten wir vermutlich zum Henbend River fahren. Aber das machen wir in einer neuen Aufnahmesession. Denn jetzt... Okay, ja, wir machen Schluss für heute. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und eine kleine Info. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht ist etwas
Lausche dich dabei. Super, danke. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr auch die Videos in eurer Abo-Box auftauchen. Halt die Fresse! Mein Gott. Okay, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.